Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal ganz kurz meine neue Version des Elektrosmog-Detektors vorstellen. Am Ende folgt auch ein Schaltplan. Diesmal haben wir nämlich einen kompletten Selbstbau, der also kein Walkman oder ähnliches mehr benötigt und auch relativ simpel aufgebaut ist. Also wir können hier sehen, die Anzahl der Komponenten hält sich durchaus in Grenzen. Ja, das kann man hier schön sehen. Das ist also alles völlig, völlig human, sage ich mal. Ja, sind nur ein paar Bauteile. Gut, ein IC, das ist aber ein LM386. Der ist so, ja, Standard und sowas von überall drin. Das ist wirklich, ich habe den hier auch nicht neu gekauft, sondern irgendwo ausgelötet aus irgendeinem komischen alten Radio oder weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, LM386 ist sehr, sehr einfach zu finden. Und das hier wäre im Grunde, ja, das ganze Gerät. So, ich habe jetzt hier so eine schöne Banane. Oh, die kann man ja mal zumachen. Dann sieht man das, ne? Ich habe hier so eine schöne Banane. Und diese Banane, damit versorge ich das Ding, weil das nämlich sich gleichzeitig zum ersten natürlich geil aussieht und einen seriösen Eindruck macht. Wenn jetzt einer von euch quasi das so gegen Geld in Haushalten anbieten wollen würde, dann macht das natürlich einen lustigen Eindruck mit so einer Banane. Nein, Spaß beiseite, das macht wirklich einen guten Griff und ich finde, das sieht lustig aus, aber gegen Geld mache ich das natürlich nicht. Ja, der Lautsprecher ist leider hier irgendwie so gerissen und von dem her ist der scheiße, aber normalerweise mache ich immer noch einen dran. Jetzt machen wir das mal nicht. Irgendwas werden wir trotzdem hören. Das heißt, ja, wir können ja mal kurz, ganz kurz das ganz klassische GSM. Ich überlege gerade, wo ich hier habe. Ich vielleicht eine Karte drin? Im Tablet, weil beim Handy filme ich ja gerade. Mal gucken. Ja, da ist eine Karte drin, die ist zwar abgelaufen, aber ist egal. Irgendwas senden tut er trotzdem noch, genau, und schon hat er festgestellt, dass die Karte jetzt abgelaufen ist. Wir haben hier noch einen Laptop, wo wir mal kurz was testen können mit WLAN, das sind jetzt 5 GHz. Wo ist die Antenne? Hier. Ja, mit dem Lautsprecher. Hier. Irgendwie ein bisschen schwer zu finden. Aber man hört auf jeden Fall was. Ja. Gut. In diesem Sinne. WLAN brutzelt halt so ein bisschen vor sich hin. Das Ding geht auf jeden Fall. Und was wir jetzt mal machen werden, wir gehen einfach mal durchs Haus und hören mal, was wir da so Schönes hören. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen. Dann zieht ihr euch den Clip kurz noch rein und dann war es das auch. Und ganz am Ende folgt dann der Schaltplan.